Ja, wie ist denn jetzt hier auf? Ja, wieder hier. Ja, jetzt geht's. Ab. Nee, hey, was? Ja, so ist das ein Jutter? A. A, A, wie zwei. A, A, wie zwei. A, A, wie zwei. Was ist denn da? Oh, Jonne. Wir müssen uns gut sein. Wir können uns da vorne abholen. Also, Peter, du nimmst nur natürlich. Ich muss auf was, was ich hier nicht schwer, wo der Hörfall hab ich gerettet. So ein Tipp, so ein Mittel. Ey, mit deinem Strickisch Miss hat dieses der ganze Tempel kaputt. Ich wirft das, Master. Und du, der muss den eh hang, alle, der Quark. Ja, müsste die eh ins Marke. Ja, das kriegt ihr dann noch. Mach das drin. Nee, ich könnte das nicht. Von Heus nummer das. Decki, du bist doch Musikbeauftragter vom Blauen Mann. Du kümmer dich doch drum. Komm! Jo! Alles klar, komm! Können wir ja? Nee, warte, guck! Wenn es der Kerl gibt, ja! Nee, wir kriegen die Beste, dann was wir hier bei dir. Nee, was kriegen wir die Beste? Oh, reicht! Ja. Des Mikroskopis ausgefahren. Liebe Scheibenschützengemeinde, der Scheibenschützenrat ist sehr erfreut über die hier vielen anwesenden Scheibenschützen und blauen Montagsdonner. Heute ist ein besonderer Tag. Das oberste Gremium hat beschlossen, einen liebgewonnenen Neubürger
durch den Akt der Erstwassertaufe dich, lieber Karl-Heinz, in den Kreis der Weblinghofener, der Scheibenschützen Blauen Wondersdollen aufzunehmen. Danach bist du berechtigt zu sagen, ich bin eine Wieberkörperin. Lieber Heinz, du hast eine tolle Karriere hinter dir. In Essen geboren, 1900 anwesende Scheibenschützen und Blauen Wondersdollen. Heute ist ein besonderer Tag. Das oberste Gremium hat beschlossen, einen liebgewonnenen Neubürger durch den Akt der Erstwassertaufe dich, lieber Karl-Heinz, in den Kreis der Weblinghofener, der Scheibenschützen Blauen Wondersdollen aufzunehmen. Danach bist du berechtigt zu sagen, ich bin eine Wieberkörperin. Lieber Heinz, du hast eine tolle Karriere hinter dir. In Essen geboren, 1968 deine liebe Frau Dagmar geheiratet. Moment! Das sind die Sphärenklänge. Liebe Gläubigen, ihr könnt aufatmen, jetzt können wir mich ein bisschen besser verstehen. In Essen geboren, 1968 deine liebe Frau Dagmar geheiratet, 4 Kinder, nach Rosenheim verschlagen und vor, und vor 9 Jahren hat es dich dorthin getrieben, dort wo die Welt, ihrem Hof am schönsten ist, nach Weflinghofen. Eintritt in den Blauen Mondar und sofort hattest du den Mut, den Vogel von der Stange zu heben. Den Vogel von der Stange, ne? Und wurdest Schützenkönig in Weflinghofen. Und nun die absolute Krönung. Schon nach so kurzer Zeit wirst du heute an diesem Ort mit Erdwasser getauft. Daraus erkennt man, dass du und deine Frau Dagmar zwei liebgewonnene Menschen seid. Euch muss man einfach gerne haben. Hallo. Vor 1200 Jahren kam ein verdienter fränkischer Krieger nach Weflinghofen mit dem Namen Wiffela oder Wippo, da streitet man sich heute drüber. Er wurde mit Land bedacht und errichtete darauf einen Hof, der Weflinghofener Hof. Der ist leider abgebrannt. Du kamst vor 9 Jahren und errichtest ein Haus, das Schäfershaus oder den Schäfershof. Und somit hast du dir eine neue Heimat geschaffen. Und damit du dich hier wohlfühlst, wollen wir dich durch den Akt der Erstwassertaufe in die Zunft der Weflinghofener einreihen. Aber bevor dass wir jetzt zu diesem Akt weiterschreiten, müssen wir erst gewisse Untersuchungen vornehmen. Deswegen haben wir hier unser chemisches Laboratorium mitgebracht. Die Herren sind alle bekannt, exzellente Chemiker. Die Weißen, die wissen, wie man die Leute vergiftet. Ich darf Sie bitten, dass Sie jetzt vorher zum Amt kommen. Schönen Abend. So, gute Abend. Komm doch mal her. Hier oben. Hier oben. So, sind wir. So. So, hey! Die Sohle zu Dörf, bitte! Mit Günther, Alter! Also. Ah ja! Komm, bitte! Günther! Gut, was? Alles gut! Gut, klar, Finger, komm! Du bist ein tiefer! Bist du nicht tiefer, warum? Das ist unsere Qualität, das ist immer so. Ich werde dir helfen. Ja, gut. Ja, so ein langes Schlauch. Gut,
komm her. Hey, ja, gut, gut, hey. Sehr schön. Sehr schön. So. So. Also. Bitte schön, Herr Kollege. Dankeschön. Welchen Untersuch machen wir zuerst? Herr Ob Kollege? Überhaupt noch Lebewesen in der ja, Erde sind? Ja, wohl. Muss schön grün werden. Grün. Machen Sie mir nicht Spaß, Junge. Herr Kollege, du kannst das nicht. Der kann doch grün werden. Was hast du genommen? Das ist die neue Farbkonstellation Pink. Ja, hier. Pink. Ne? Erzpink. Erzpink. Komm vom Pinkel. So. So. Das ist alles schwer in Ordnung. Alles rot. Grüne gibt es hier nicht in diesem Hof. Nein, alles rot. Haben wir kein Wasser mit? So. So. Meine Herren, der Patient ist mittlerweile verstorben. So, wir haben auch eine reine Weste, alles schön weiß. So. Ist schon noch nicht vorbei. Nein. Jetzt macht er nicht einen Schwarzen draus. So. Das ist also normales... Das ist unsere Vergleich. Vergleichslösung. Das ist also normales Trinkwasser. Efinghofener Trinkwasser. Und jetzt wollen wir feststellen, ob das Arztwasser kräftig genug ist, um das verunreinigte Trinkwasser zu reinigen. Um eine wieder eine klare Lösung zu bekommen. Rot ist immer schlecht, ne? Rot ist immer schlecht. Rot ist schlecht. Und absolut schon kaputt. Pastor, wir sind für schwarz. Oh, ja. Sehr gut. Nein, um jetzt auch festzustellen, ob das Wasser eine besondere Wirkung hat, die richtige Wirkung hat, wir müssen jetzt jemanden einspritzen. Herr Doktor, schreite zur Tat. Komm. Ich werde, du wirst, ich bin doch schwarz, du kannst mir doch nicht rot einspritzen. Da bist du dann weg. Na ja. Ausprobieren. Wenn du das überlebst, so. Kann man taufen. Lass uns mal ausprobieren. Nur eine zarte Hand haben wir nicht testet. Stimme bei. Moment, der hätte überhaupt keinen Wehen. Zack, zack, ja. Der hat überhaupt keinen Muckis. Was ist? Ich habe einen Muckimann. Ja, ein Muckimann, aber keine Muckis. So, alles klar. Ja. Ich würde sagen, das kann man brauchen. Das kann man brauchen. Das kann man brauchen. So. Nee, warte, jetzt das schon rein. Ja, jetzt geht's. Ich muss mal mehr.
mit dem Schwarzen. Jo. Und die Fischmütterin, komm, die Fischmütterin. So, liebe Gläubigen, das ist auch noch einer Sache, die Erdbeerförster sagt. Der solche Chemiker, die sind die letzten, wie heißt das Tier nochmal? Die letzten. Leck mich, mir Hose, Hose, alle laut hier. Leck mich, mir Hose, Hose, Leck mich, Hose. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kaufmann. Alles hier auf meinem Kommando. Was hast du denn am Verlebt hier drin? Halleluja. Es ist von jeher Usus, Sitte und Gebrauch gewesen. Halleluja. Einen lieben Wittlinghofener Neuburger mit Erdwasser zu taufen. Halleluja. Auch wir wollen dich, lieber Heinz, da wir dich lieb gewonnen haben. Halleluja. Dich heute hier an dieser historischen Stelle mit Erdwasser zu taufen. Halleluja. Knie dich nieder, aber bleib sitzen, dann liegt dich an der Schwelle. Seid ihr gleich mitverlesen. Hiermit taufe ich dich im Namen unseres bekloppten Major Karl-Heinz Vogel. Halleluja. Unseres bescheuerten Hauptmanns Karl-Heinz Wüsten. Halleluja. Und unserem lieben, ein bisschen nervösen Leutnant William Becker. Halleluja. Und unsere Taufpaten, die Chaoten Willibert Schmidt und Max Krämer. Halleluja! Moment, ich muss dran. Und du erhältst hiermit den Namen Heinz der Dynamische. Halleluja! Somit unterliegst du den Gesetzen und Pflichten des Scheibenschützenchor und besonders des Blauen Mondas. Halleluja! Ja, du bist doch ja nicht nachschieben. Kommt die feierliche Kranzniederlegung. Applaus.
allein, da du jetzt Heinz, da du jetzt getauft bist und einen schönen Namen erhalten hast, Heinz der Dynamische, steh bitte auf und sprich mir nach. Ich werde alles befolgen, was man mir auferlegt, zu allem lieb und nett sein. Ich werde alles befolgen, was man mir auferlegt und zu allen lieb und nett sein. Dem lieben Major vieles verzeihen. Fällt mir schon schwer, dem lieben Major alles zu verzeihen. Vieles. Da kann ich mit leben, vieles. Den Hauptmann des Blauen Mundes voll unterstützen. Den Hauptmann des Zuges voll unterstützen. Den Hauptmann des Zuges und Tages voll zu unterstützen. Und mich voll den Scheibenschützen für die Scheibenschützen einsetzen. Und mich voll. Wie immer, für die Scheibenschützen einzusetzen. Was macht Gott jetzt noch mal? Ich werde voll und ganz ein Scheibenschützer Blauer Mondachdoll sein. Du willst mich wohl testen nach 3 Glas Bier. Ich werde mich voll für, ich werde voll für die Scheibenschützer. Ich hatte mit dem Nachsprechen schon immer meine Probleme. Das habe ich mal vor 12 Monaten machen müssen, als ich dann... Du bist hier noch taub, Ruhe! Also gut, darf ich das vielleicht mit meinen Worten sagen? Ich werde mich voll für euch einsetzen. Und somit sage ganz deutlich, ich bin eine liebe Kocher. Ich bin eine Willi Kocher. Herzlichen Glückwunsch des Taufkomitees. Wir können nun sagen, wir mögen dich und deine Gattin. Ja. Jetzt kommen mir die Erdtränen hier runter. Schnürt mir die Kehle nicht so zu, da hinten, die Freunde. Da bleibt einem nur eins über im Choral zu singen. Lieber Fritz, ich danke dir. Du hast ja die größten Gläser. Lieber Fritz, ich danke dir. Liebe Scheibenschützen, ich danke euch. Ja, meine lieben Freunde, das ist mehr, würde ich sagen, als ich geahnt habe, als ich heute hierher kam. Es fällt mir wahnsinnig schwierig, nach den 12 Monaten nun zu sagen, es ist vorbei. Aber 3 Stunden haben wir ja noch und die wollen wir mal anständig auslösen. Gib's einen. Ich gebe einen. Ich möchte mich wirklich bei euch allen bedanken. Ihr wart ein so tolles Team, ihr wart so überzeugend. Der Rückhalt, den wir nie erhofft haben, nie erwartet haben. Und dazu möchte ich mich nochmals recht herzlich bei euch bedanken. Denn in dieser lustigen Runde bin ich als König nicht mehr vertreten. Das war jetzt noch 2 Stunden, aber dann ist vorbei. Nochmal recht herzlichen Dank und ich möchte ein Nee einschließen, auch wenn man mir nachsagt, ich würde nur so nette Damen gerne begrüßen. Ich möchte einschließen, meine Frau, und ich habe vor 12 Monaten gesagt, meine Herzenskönigin, sie ist nach wie vor. Recht herzlichen Dank, also zusammengefasst, lass uns so weitermachen. Ich bitte Runde, Willibert, verlass die Frau auf die zweite. Viel Spaß noch heute Nachmittag und ich fühle mich als Willi Kocher. Danke.